Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Neues aus dem Rathaus auf Niedernhausen Info. Beginnen möchte ich diese Woche erstmal mit einem ganz, ganz aktuellen Thema, weil das, glaube ich, die ein oder den anderen doch ein bisschen erschreckt hat. Momentan saniert die Gemeinde Niedernhausen ja einige Straßen im Gemeindegebiet parallel. Eine betroffene Straße ist die Trompeterstraße in Engenhahn-Wildpark, wo die Decke, die Oberschicht zunächst abgefräst worden ist. Und es gab da ein paar Sorgen, dass am Montag, wenn die Schule wieder losgeht, möglicherweise der Busverkehr dadurch nicht in die Siedlung Wildpark reinfahren kann. Das ist geklärt worden. Es gab eine Baustellenbesprechung zwischen der Verwaltung der Gemeinde Niedernhausen und der ausführenden Baufirma. Ergebnis ist, dass der Schulbus ganz normal in den Wildpark reinfahren kann und die Kinder dort auch wie gewohnt aufnehmen kann. Zwar muss er ein bisschen langsam und vorsichtig fahren, aber das ist geklärt und sollte hinhauen. Das nächste Thema ist Energie. Wir alle haben es gehört, wir alle sollen sparen. Die Energie ist knapp, die Gas- und Strompreise und auch andere Energieträger haben sich preislich und von der Menge her nicht zu unserem Vorteil entwickelt in den letzten Monaten. Also müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir durch diesen nicht ganz einfachen Winter gut durchkommen. Wir als Gemeinde Niedernhausen haben einige Maßnahmen zu diesem Thema in Kraft gesetzt und die möchte ich kurz vorstellen. Für die Vereine, für Bürgerinnen und Bürger, die die gemeindlichen Hallen nutzen, hat das ganz konkrete Auswirkungen. Wir werden die übliche Hallentemperatur in den Wintermonaten von 17 auf 15 Grad absenken. Wir halten das für zumutbar, folgen da auch Empfehlungen, die der Deutsche Städtetag den Kommunen in diesem Bezug gegeben hat. Wir müssen natürlich darauf hinweisen, dass es das eine ist, bei 15 Grad sportliche Betätigungen zu machen, etwas anderes, wenn man eine sitzende Tätigkeit vielleicht durch Versammlungen von Vereinen oder zum Beispiel Eigentümergemeinschaften durchführt. Aber 15 Grad ist die einheitliche Temperatur, die wir in den Hallen haben werden. Weiterhin möglich ist es allerdings, in den Hallen nach dem Sport warm zu duschen. Die Warmwasserzufuhr wird also nicht abgeriegelt. Und eine weitere Maßnahme für den Hallenbetrieb ist, dass wir die Lüftungsanlagen, die ja seit Corona eigentlich üblicherweise auf Frischluftbetrieb gestellt sind, alle wieder umstellen auf den Umluftbetrieb, was zu einer erheblichen Einsparung an Energie führen kann. Nächster Punkt, ganz, ganz wichtig auch, was machen wir in den Kindertagesstätten? Da haben wir einen etwas strengeren Maßstab angelegt, folgen da auch den Empfehlungen von Experten, was die Gesundheit der Kinder angeht. Wir werden deshalb die Temperatur konstant auf 21 Grad in den Betreuungsräumen halten, möglicherweise in reinen Schlafräumen. Auch das ist ja eine Empfehlung, was gesunden Schlaf angeht, werden wir die Temperatur dann auf 18 Grad regeln. In den Büroräumen der Gemeinde, da gilt ohnehin Bundesrecht durch die entsprechende Verordnung. Hier sind 19 Grad für die Mitarbeitenden in der Gemeindeverwaltung vorgeschrieben und das setzen wir natürlich dann auch gesetzeskonform eben um. Was wir tun werden, um den Energieverbrauch, den Gasverbrauch im Rathaus ein Stück weit abzusenken, ist, dass wir die Schließung, die ja traditionellerweise immer zwischen den Jahren durchgeführt wird, also dass das Rathaus zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen ist, dieses Jahr noch ein Stück weit konsequenter ausführen. Das heißt, der sonst übliche Notdienst findet in diesem Jahr nicht statt. Für die allernötigsten Funktionen geht es über Homeoffice. Und ansonsten ist das Rathaus aber zu, was es uns ermöglicht, circa eine Woche im reinen Nachtbetrieb zu fahren, was wieder erhebliche Einsparungen ermöglicht. Und damit komme ich zu einem Thema, was vielleicht das emotionalste im Bereich der Einsparung von Strom und Energie ist, nämlich wie halten wir es mit der Weihnachtsbeleuchtung und den Weihnachtsbäumen. Da gibt es auf der einen Seite diejenigen, die sagen, eine Kommune sollte mit besonders gutem Beispiel vorangehen und alles, was an Weihnachtsbeleuchtung im öffentlichen Raum stattfindet, in diesem Jahr komplett streichen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, gerade jetzt in diesen Zeiten, die ein bisschen schwierig sind und durchaus auch emotional die Menschen eher anfassen, dass man da vielleicht gerade mit einigen Lichtmomenten, einigen Lichtinseln im öffentlichen Raum doch die Herzen der Menschen ein Stück weit noch erwärmen kann. Wir haben hier versucht, einen Kompromiss zu finden. Wir werden in diesem Jahr zwar auf die Weihnachts- und Adventsbeleuchtung
an den Straßen verzichten, die teilweise sonst aufgehängt wird. Wir werden auch das Rathaus selbst nicht mit Weihnachtsbeleuchtung schmücken und erhellen. Aber wir werden selbstverständlich, und ich glaube, das entspricht auch dem Wunsch der großen Mehrheit der Bevölkerung in Jernhausen, wir werden selbstverständlich die Weihnachtsbäume, die im öffentlichen Straßenraum stehen und von ganz vielen Vereinen, Initiativen, jedenfalls immer Ehrenamtlern eigentlich auch gestellt werden und geschmückt werden, die werden wir auch in diesem Jahr ermöglichen, sodass wir diese schönen Stellen im Ort auch ganz traditionell weiterhin haben werden. Da die sowieso immer mit LED-Beleuchtung angestrahlt oder beleuchtet werden, ist hier auch kein großer Stromverbrauch zu verzeichnen. Und dann zum Abschluss noch etwas Erfreuliches. Der Aufbau unserer neuen Solaranlage Rabenwald, unseres PV-Parks dort in Jernhausen, läuft nach Plan. Der Bau hat begonnen und sehr erfreulich ist vor allen Dingen auch, dass ganz, ganz viele Bürgerinnen und Bürger Interesse an einer finanziellen Beteiligung an dieser Anlage haben. Das Modell, was von der Proregionale Energie, der Bürgergenossenschaft, die hier die Bürgerbeteiligung anbietet, konzipiert wurde, ist mittlerweile mit 250.000 Euro schon deutlich überzeichnet. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Proregionale den möglichen Anteil von Bürgerbeteiligung sogar noch mal ein Stück weit erhöht hat und mehr Anteile zur Verfügung stellt, die man erwerben kann. Insgesamt werden dort 800.000 Kilowattstunden Strom in Zukunft erzeugt und das entspricht ungefähr der Menge, die auch das Baugebiet Farnwiese an Stromverbrauch in Zukunft haben wird. Insofern ist es auch genau der richtige Zeitpunkt, diese Anlage jetzt zu bauen und demnächst ans Netz zu bringen. Das war's für diese Woche mit Neues aus dem Rathaus. Schön, dass Sie dabei waren und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.